Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute seht ihr auf jeden Fall den ersten Teil vom Skill-Tutorial. Ja Leute, es ist soweit. Vom lang ersehnten Skill-Tutorial schreibt mir, hey Eldos, wie machst du den Trick? Kannst du ein Skill-Tutorial machen? Freunde, heute ist es da. Weil ihr wisst, ich war im Qualifier-Grind und ja. Und jetzt kam auch ein Patch, die Übersteiger wurden gepatcht, aber Freunde, trotzdem, dazu werde ich dann auch später was sagen. 4 Skills habe ich für euch vorbereitet heute im Video. Es wird auch einen Teil 2 geben. Die beiden Teile sind für mich die besten Skills in FIFA 21, Freunde. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, blinkt gerne kostenlos. Dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall in der Trainingsarena, wo ich euch die Skills zeigen werde. Und ihr seht auch rechts unten, Freunde, einen dicken Controller. Ich hoffe, der ist groß genug. Ihr seht das alles gut. Ihr seht, wenn ich hier was eingebe, dann seht ihr das. So cool, ehrlich. Also Freunde, wir beginnen jetzt mit dem ersten Skill und das ist die ganz normale, klassische Ballrolle. Freunde, Ballrolle nur mit dem rechten Stick zur Seite. Guckt, ich laufe jetzt da runter, rechter Stick, zack, zack, einfach zur Seite. Und Freunde, die Ballrolle ist wirklich ein richtig, richtig krasser Skill. Ja, der sehr, sehr effektiv ist und ich finde, die Ballrolle setzt man am krassesten ein, um so ein bisschen vom Gegenspieler so einen Schritt weg zu machen, um dann den Pass besser spielen zu können. Wisst ihr, damit man sich besser positioniert, damit man dann genug Platz hat und der nicht vor dir den Ball abprallt, sondern dass du den dazu spielen kannst. Und so, die Ballrolle ist da so, finde ich, am effektivsten. Und natürlich auch in der Skill-Kombi. Auch klar. Und dann würde ich jetzt sagen, Freunde, habe ich euch gezeigt, wie der geht. Ist, glaube ich, ein 2-3-Sterne-Skill, also geht fast mit jedem Spieler. Da seht ihr es mit dem rechten Stick einfach zur Seite. Und dann würde ich sagen, Leute, zeige ich euch jetzt ein paar Situationen, wo ich die Ballrolle anwende, auch in paar Kombinationen mit anderen Skills. So, Freunde, wir kommen jetzt zu den Situationen, die ich, da habe ich zum Beispiel aus meinem Weekend League Highlight Video die Situation genommen und ich zeige euch die hier mal direkt, Freunde. Es ist vielleicht ein bisschen Stretch oder die Quali ist nicht so gut, aber ich denke, das sieht man trotzdem gut, Freunde. Und ich erzähle was auch zu den Situationen. Ganz clean. Die Ballrolle ist doch eigentlich so, dass man sie halt immer, wie ich schon vorhin gesagt habe, so in einer Skill-Kombination verwendet. Und da habe ich Doppel-1 gedrückt, Freunde. Bin dann knapp beim Gegenspieler, da seht ihr es. Und um mich so besser zu positionieren, um halt weg zu ihm weg von ihm zu kommen, mache ich hier die Ballrolle und spiele dann nochmal rüber zu Zidane. Und langes Ecktor. Ich zeige euch das nochmal, Freunde. Ich zeige euch das nochmal. Doppel-1 und zack, Ballrolle. Da seht ihr, Joe Gomez macht seinen Ausfallschritt. Mit dem Ausfallschritt hier, ich mit der Ballrolle. Zidane hat Platz, langes Eck, Tor. Ganz easy Sache, Freunde. Ganz easy Sache. Ich glaube, ich zeige euch gleich nochmal eine Situation von der Ballrolle. Okay, Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine Situation für euch mit der Ballrolle, wo man sie auch gut sieht. Und jetzt in der sogenannten Skill-Kombination, was ich vorhin gesagt habe. Und ich glaube, wir werden auch im Verlauf des Videos noch öfters die Ballrolle sehen, so zwischendurch. Hier der lange Ball, Seitenwechsel zu Mbappé. Und da seht ihr es, Ballrolle. Und dann Übersteiger, so ein bisschen in den Mann, so ein bisschen abschirmen und dann langes Ecktor, Kilian. Ich zeige es euch nochmal, Freunde. Sehen wir ihn am Radar. Machen eine Ballrolle in ihn rein, machen wir rein. Dann Übersteiger, zack, langes Ecktor. Also Freunde, seht ihr es, was ich vorhin gemeint habe mit dieser Skill-Kombination. Okay Leute, kommen wir nun zum nächsten Skill. Freunde, das ist der Doppel-1-Skill. Und dieser Doppel-1-Skill ist neu dieses Jahr. Und ich glaube, dass er geht mit Spielern ab 3 Sterne Skills. Oder 4. Ich glaube eher 3, aber ich glaube, dass die bei 5 Sterne Skills oder 4 richtig schnell sind. Oder vielleicht liegt das an der Schnelligkeit vom Spieler. Aber von dieser Skill, ich zeige den euch hier mal. Doppel-1. Der Mann kriegt da so einen Tempo-Boost. Dieser Skill ist auf jeden Fall neu dieses Jahr. Ich zeige den euch nochmal, Leute. Doppel-1. Zack. Seht ihr auch am Controller. Merke ich wieder. Bisschen neu mit dem Controller, Doppel-1, zack, und dann kriegt er so einen Temposchub. Auf jeden Fall, Freunde, gehen wir jetzt direkt in die Situationen mit dem Trick. So, Freunde, die erste Situation vom Doppel-1-Skill ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine Situation mit dem Skill. Guckt euch das an, Freunde, wir sind am Strafraum und wir haben hier Rashford, der zu CR7 gerade gespielt hat. Wir spulen mal kurz zurück. Das ist eine Situation davor. Wir spulen mal kurz zurück. Hier. CR7 Ball. Doppel-1 Freunde an ihm vorbei. Und dann Ballrolle, um sich besser auszurichten. Außer Rist und Golasso. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, Freunde. Ihr
kriegt da den Ball und der legt ihn sich richtig schön rechts an ihm vorbei von Van Dijk. Ballrolle, langes Eck, Tor vorne. Wirklich sehr, sehr gutes Beispiel. Da seht ihr es, Doppel-R1. So explosiv ist der Spieler dann und er geht da wunderschön durch und macht das Tor. So, Freunde, wir sind jetzt bei der nächsten Situation vom Doppel-R1-Skill, damit ihr hier nochmal eine gute Situation seht. Und zwar haben wir hier den Ball im Illegella Cup gegen Stylo, Freunde. Ihr seht auch rechts oben den Mr. Warenkorb neben mir. Hier Combination, zack, zack. Und jetzt, Freunde, jetzt, ihr zögert ein bisschen, ihr wartet ein bisschen. Ihr denkt so, wann kommt der Skill? Dann geht er auf euch zu und dann unerwartet, welcher Skill? Doppel-R1-Skill. Kommt der Doppel-1, keine Chance, wirklich. Er muss in der Rückwärtsbewegung zurückgehen, Freunde, das geht nicht. So schnell können die nicht reagieren, auch die Spieler nicht. Dann hochgespielt Neymar, offene Ballmitnahme, Golasso, langes Eck. Ich zeig's euch nochmal, Leute. Guckt, ich verzöger, Doppel-R1, geh vorbei, Ballrolle, um mich besser auszurichten, Schuss, Tor. So, Freunde, kommen wir nun zum dritten Skill, dem vorletzten Skill, und zwar ist das der Scoop-Turn. Der Scoop-Turn, Leute, der geht mit 5-Sterne-Spielern am krassesten. Ich glaube, der geht auch mit 4-Sterne-Spielern. Ich glaube, die müssen dann im Stand stehen. Dann können die ihn so nach hinten machen. Das geht, glaube ich, mit 5-Sterne-Skillern ist der am krassesten. Und Freunde, das ist auch mein Lieblingsskill. Wirklich mein Lieblingsskill. Ich mache den auch übertrieben oft. Und ja, ich zeige euch mal, wie der geht, Leute. Ich läuft da, Schussfinte. Mit 5-Sterne-Skillern. Ich mach nichts, ich mach nur 4x. Guckt. 4x. 4x. Golasso. Neymar. So geht der vorne. Okay, Leute. Erste Situation vom Scoop-Turn. Hier in Action. Schick ich mal Werde. Macht eine Ballrolle vorne. Zieht zurück. Hab nicht genug Spieler vorne. Und jetzt. Jetzt ist Sisu frei. Zidane ist frei. 5-Sterne-Skiller. Ich spiele jetzt den Ball zu ihm und guckt euch das an, Leute, wie schnell er das ausführt. Guckt euch das an. Guckt, wie schnell. Zack, Scoop-Turn, langes Eck, Tor. Nochmal. Scoop-Turn, 4x, Golasso. Zack, zack, zack. Auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Situation hier mit dem Scoop-Turn. Ihr seht, das hat er so schnell ausgeführt, Sisu mit dem Golasso. Okay, Leute, nächste Situation vom Scoop-Turn. Freunde, wir stehen hier, 21-0, 4-3, ganz schwitzig. Scoop-Turn kommt, nochmal diese Schussfinte, wo man schneller wird und dann rüber gesweatet. Zeig's euch nochmal. Zeig's euch, was hat sich Ronaldo verschossen? Da warten wir ein bisschen. Neymar, Scoop-Turn und er. Ist schwer zu verteidigen einfach. Der denkt, wir gehen vielleicht über die Mitte. Guckt Sanchez an von ihm. Keine Chance. Rüber gesweatet. Ronaldo. Golasso. Nochmal, Leute. Letzte Mal zeige ich es euch. Zack. Scoop-Turn. Geht entlang. Schussfinte. Und rüber gesweatet. Krisch. Golasso. So, Freunde. Wir kommen jetzt zum letzten Skill des heutigen Videos. Ich hatte ja vorhin gesagt, 4 Skills. Jetzt im Teil 1. Im Teil 2. Dann die nächsten Skills. Was dann all in all, finde ich, die besten Skills in FIFA 21 sind. Und der übertriebenste Skill eigentlich, der es vorm Patch war, Freunde, waren die Übersteiger. Übersteiger noch immer nach dem Patch. Auf jeden Fall langsamer, ehrlich, langsamer, aber trotzdem noch übertrieben. Wirklich, Freunde. Dieser Skill ist so, so krass. Wirklich so, so ein krasser Skill. Übersteiger, zack, zack. Wirklich, der führt den so schnell ja auch aus. Trainingsarena natürlich schneller. Aber wirklich in-game, Freunde, auch übertrieben. Vom Patch war auf jeden Fall der krasseste Skill. Wirklich nur durchgehend hat man den gemacht. Und jetzt nach dem Patch wurde er meiner Meinung nach ein bisschen gepatcht. Also wurde ein bisschen langsamer gemacht. Ich finde, er führt den irgendwie so langsamer aus. So eine Sekunde später. Freunde, der geht auf jeden Fall, glaube ich, mit 3-Sterne-Skillern. 3 oder 2-Sterne-Skillern schon. Aber natürlich mit Spielern, die mehr Dribbling haben, am krassesten. Ist klar. Und funktionieren, Freunde, seht ihr da beim Controller. Ich zeig's euch hier jetzt nochmal. Zack. Ganz clean. Ganz clean. Ein paar Umdrehungen mit dem rechten Stick. Zack. Zack. Und Neymar verschießt ihn. Also, Freunde, so geht der Übersteiger. Hier seht ihr nochmal. Zack. Und auf jeden Fall, Freunde, gehen wir jetzt in die Situationen. So, Freunde, jetzt
die letzten Situationen zum letzten Skill, den Übersteiger. Hier haben wir den Ball am 16er mit Zidane, sind rechts oben, CR7. Spielen CR7 an und jetzt guckt ihr euch an dem Chat. Wir nehmen den Ball an. Oh, wartet. Ich lasse es mal durchlaufen. Wir nehmen den Ball an. Übersteiger, zack, zack, Golasso. Golasso. Ich zeige es nur mal, Freunde. Ich werde jetzt mehrere Situationen zeigen mit dem Übersteiger, weil man ihn halt durchgehend nutzt, wirklich. Da die erste Situation, Freunde, gehen wir jetzt zur zweiten. Nächste Situation haben wir wieder den Ball am Strafraumrand. Und der Übersteiger, wirklich, Freunde, der ist so, so gefährlich im Strafraum. Wirklich, im Strafraum ist der so, so schwer zu verteidigen. Und ich spiele hier zu Krisch. Ich lasse durchlaufen, drehe mich um, Übersteiger. Der hat keine Chance, hinterherzukommen. Weil er einfach viel, viel zu schnell ist. Guckt, ich drehe mich, zack, nach unten, Übersteiger und Golasso. Nächste Situation, Leute, hier haben wir den Ball mit CR7. Machen hier Übersteiger, bleiben stehen, Ballrolle, Übersteiger und kurzes Eck. Zeig's euch wieder, Leute. Übersteiger. Und er hat die ganze Zeit sein Varane. Er hat die ganze Zeit sein Varane angewählt. Mach's ein bisschen Übersteiger. Und da kommt die Ballrolle. Er ist schon weg. Ich hätte da vielleicht schon direkt aufs Tor gehen können. Aber ich wollte also den Ball abschirmen wegen der Grätsche halt. Dann habe ich das gesehen. Nochmal kurzen Übersteiger. Und ihr seht, Freunde, auch wenn ihr so im Übersteiger seid, ihr könnt trotzdem schießen. Das ist so, so krass. Guckt euch das jetzt am Ende an. Guckt, ich bin da im Übersteiger, sehe dann, dass das kurze Eck offen ist und schieße direkt los, obwohl ich so in der Animation bin. Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe mir da wirklich Mühe gegeben, euch das zu zeigen mit dem Controller, dass ihr es seht und auch zu sagen, wie man den ausführt, mit welchen Spielern, wie viele Sterne, plus die Situationen, Freunde. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch helfen konnte, Freunde. Ich hoffe, dass ich euch wirklich helfen konnte und dass ihr jetzt besser jetzt auch die Skills könnt und euch natürlich einfacher tut im Angriff. Würde ich sagen, Freunde, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne kostenlos und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder beim Teil 2 vom Skill-Tutorial.